bin die Christine Krabichler und komme aus Bavarien. Ich habe vor 12 Jahren angefangen zu flechten in einem Volkshochschulkurs. Seit diesem Zeitpunkt bin ich angesteckt worden, dieses Handwerk zu lernen. Und so habe ich viele Städte in Europa besucht zu flechten. Ich habe eine Bekannte in China und die hat mir empfohlen, hier diesen Ort zu besuchen, weil hier ein ganzes Zentrum voller Kultur ist, mit Bambus zu flechten.你好，欢迎。我叫丁春梅，是道明的竹编传承人。早在2000多年的时候，在这个地方，我们的人类就是依靠竹编维持农产生活、四川盆地它的温度、它的地域的环境就非常的适应这个竹的生长，还有就是我觉得四川人都非常心灵手巧。我们选择竹材料可以有两种方式，一种就是我们就远观就看它，然后另一种方式就敲声音，成熟的竹它的声音是非常清脆的，非常干净的，要斜着砍就不能这样垂直。 Hat mich das natürlich alles sehr fasziniert, das Material, die Umgebung, dieses ganze Zentrum. Es war interessant, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, mit Bambus zu flechten und viele verschiedene Objekte darzustellen. 就是挑一压一，挑一压一，直了之后它自然就紧。Gehe in die Natur und kann etwas schaffen. Viele Handwerke brauchen Strom, sie brauchen mehr Werkzeug und wir Flechter, wir brauchen nur ein Messer. Wir können einen Korb machen, mit dem wir morgen zum Einkaufen gehen. Bambus wird mehr sein, als nur traditionelle Körbe zu machen, sondern auch Kunstgegenstände. Das ist im Zentrum. Na, wir haben jetzt das hier als Lu. Aha, genau. Viele Jahre wurden Körbe durch Kunststoffobjekte ersetzt, aber man kann mit traditionellen Flechten und mit Kunst eine sehr gute Mischung erzielen. Bei uns kommt jetzt dann Weihnachten. Ich werde viele Sterne machen. Wow, how many? Ich habe gemerkt, das ist nicht nur ein Ort, wo schnell und viel gearbeitet wird, sondern wo Menschen ihr Gefühl ausdrücken mit der Kunst und mit diesem wunderbaren Naturmaterial. Man versucht, traditionelle Technik mit neuen Ideen umzusetzen. 并不是说我们主编他就没有的出路，就没有的市场，没有了商品。其实它是多元的。它今天它应该是一种精神品质的一种核心载体，但它出来的更多的可能是艺术品。 Wie man sieht hier in Daumin gelingt dies sehr gut. Jedes Objekt strahlt den Menschen aus. Es hat eine Aura und ich denke, es wird weitergehen. Ich will ein Geschenk für dich. Super. Wir Flechter versuchen, wir sind Botschafter, wir versuchen das an Interessierte wieder weiterzugeben, dass man auch die Wertschätzung wieder mehr hat.